Guten Abend. Ja. Das war vielleicht etwas hoch. Heute geht's voll weiter. Heute gibt's auch wieder Schluck auf. Hallo Mikrofilm. Mogrin. Lange Bommel stutzen. Heute gibt's Küche. Ja, heute gab's Küche. Nicht vollständig. Aber ich habe eine Küche. Sie ist noch nicht fertig. Aber ich kann drin kochen. Soweit ist sie fertig. Was ist das? Eine Kiste. Donnerstoff. Okay. Das Gespräch letztes Mal schon, ja, oder? Oh, ist schon jemand da? Ist mir irgendjemand zuvor gekommen. Naja, wenn du schon mal hier bist, willst du mir was abkaufen? Ja, das Gespräch hatten wir letztes Mal. Kaufen! Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Okay, zurück zur Küche. Das Problem ist halt, Oh, sie waren da. Aber die hatten halt Kurzarbeit, deswegen waren die halt nicht lange da. Und jetzt kommt dann irgendwann die Tage oder so entweder dieselbe Truppe oder eine andere und macht ihr Beste. Im Endeffekt ist es eigentlich nur noch die Lichter von den Schränken anschließen. Den Stecker kann ich ja gerade eigentlich selber in die Steckdose stecken, aber wir haben aktuell keine Leiter, deswegen komme ich nicht hoch über die Schränke. Kurzarbeit heißt also so, weil die Leute schon kurz am Tag arbeiten. Genau. Die Dunstabzugshaube müsste auch eingesteckt werden, aber wie gesagt, ich komme nicht nach oben. Die Griffe müssten aber noch an den Schränken angebracht werden. Die Schubladen von den Schränken unten sind drin. Oben müssen noch die Regalbretter reingemacht werden. Ja. Was denn? Ich habe die Wahl. Okay, hau raus. Sagt mir der Thunfisch. Ja, ich fragte ja Walfisch den Thunfisch. Was willst du, Thunfisch? Sagt mir Thunfisch. Du hast die Walfisch. Entweder du machst dich etwas lauter oder spielleiser, aber auf Dauer wird es anstrengend. Oh. Besser? Ich habe eigentlich nichts an den Einstellungen geändert. Ich habe zwischendurch mein Mikrofon weggetan, weil es mir im Weg war. Besser? Ist nicht perfekt, aber annehmbar. Okay, warte. Besser? Ich sollte vielleicht mehr reden dabei, oder? Das würde voll Sinn machen. Hi. Damit kann ich arbeiten. Okay. Ja, also die Küche ist nicht fertig. Haben wir da schon drin? Ja, da haben wir das eine Dingens bekommen, die eine Waffe. Okay. Attacke!
Ich wollte dich auch nicht unterbrechen mit der Küche. Ja, alles gut. Hier steht auch kein Ziegel mehr auf dem anderen. Xenia, ich frage mich, ob der König überhaupt noch... Xenia, ansprechen, in Ruhe lassen, wie es wohl gerade Naira geht. Eins, zwei oder drei. Ich hab nichts zu trinken. Ein Glas, danke. Was macht Naira eigentlich? Aber es gibt kein Anzeichen, dass Naira in Bonetia war, als es passierte. Wo ist sie eigentlich überhaupt hin? Mikro, ich denke, wir lassen sie für eine Weile besser in Ruhe. Irgendjemand ist dort. Wo? Was? Holy, kann die springen. Ich kann die Anwesenheit mehrerer Personen im Palast spüren. Beeilt euch und klettert mir nach, meine Lieben. Klettert mir nach, sagt sie. Leichter gesagt als getan, meine Liebe. Naja, dann wollen wir mal. Doin, doin. Hey, komm schon, trau dich. Ja, gut. Doin. Sorry. Du warst heute bestimmt wieder bis ca. 22 Uhr, oder? Ich weiß es noch nicht. Ich bin heute schon den ganzen Tag sehr müde. Ich habe sogar Mittagsschlaf gemacht, aber der hat nicht wirklich geholfen. Nico, das mit dem Hüpfen üben wir nochmal. Aussichtslos, was? Nicht so tragisch. Finde irgendwo einen Durchschlupf und komm uns nach. Ja, lass den Magier alleine. Ist okay. Ich bin auch müde, wie man im Spiel sieht. Das ist doch... Ich habe es geahnt. Was willst du damit sagen? Ich bin nur deswegen nach Bometia zurückgekehrt, weil mir das Gerücht zu Ohren gekommen war, dass Brain es auf Bometia abgesehen habe. Sag mal, die Frau da links, das ist doch Alexandrias Generälin Beatrix, oder? Das ist also Beatrix. Ihr Anblick lässt selbst ein weinendes Kind verstummen, so erzählt man sich. Aber es ist das erste Mal, dass ich sie mit eigenen Augen sehe. Beatrix also. Beatrix? Ja, Beatrix. Mir wurde zugetragen, dass es auf dieser Welt noch viele Krieger gibt, die meinen können, bei weitem übertreffen. Unter denen befindet sich auch Beatrix, deren Schwerttechniken nicht nur in Alexandria, sondern auch auf dem ganzen Kontinent unangefochten sein sollen. Du wirst deine Meinung nicht ändern, oder? Du lässt mich zurück und gehst auf Reisen? Ja, bitte versteh mich, Xenia. Noch herrscht Frieden in Bometia, aber das Rüsten in anderen Ländern hat bereits begonnen. Ich will herausfinden, wie gut ich im Ernstfall Bometia mit meinem Speer verteidigen kann. Daher muss ich die Welt bereisen und mich mit den mächtigsten Kriegern aller Kontinente messen. Bradley, ich weiß nicht, ob ich ohne dich leben kann. Xenia, du bist stark genug. Du kannst es. Glaube an dich selbst und glaube an dein Schicksal. Wenn ich die ganze Welt umrundet habe, dann kehre ich nach Bometia zurück. Das verspreche ich dir. Kann ich dir das glauben? Ja, natürlich. Doch, Bradley. Du kehrtest nie zurück. Alles, was von dir blieb, ist das Gerücht, du wärest in einem fremden Land gefallen. Aber das konnte ich nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben. Bevor ich dich nicht selbst mit meinen eigenen Augen tot gesehen habe, habe ich mir geschworen, es nicht zu glauben. Und daher zog ich selbst in die Welt hinaus. Was hast du, Xenia?
Nichts. Es ist nichts. Nur ein bisschen an alten Zeiten geschwelgt. Denkst du immer noch an ihn? Da vorne tut sich was. Wo? Welch herrlicher und köstlicher Regen. Ja, Gesicht hoch, Mund auf. Dann werde ich heute nicht die 200.000 knacken, es sei denn, du bist so motiviert, noch länger zu machen. 200.000? Von? Fast so, ja, fast so, als wolle der Himmel unseren Sieg segnen. Oh, Kuja, dank der von dir gelieferten Schwarzmagier ist Prometia schon so gut wie erobert. Aber ausgerechnet den König habe ich noch nirgends aufspüren können. Wenn wir uns nicht des Königs entledigen, dann werden diese widerlichen Ratten in ihren Löchern wieder zu Kräften kommen. Und wer weiß, auf was für törichte Ideen sie dann vielleicht noch kommen. Also, Generälin Beatrix. Ich beauftrage umgehend Sohn und Sohn mit einer Durchsuchung der ganzen Stadt. Auch ich werde an dieser Suchaktion teilnehmen. Wenn das mal keine Zeitverschwendung ist. Bitte? Wisst ihr das denn nicht? Ratten kommen aus ihren Löchern gekrochen, wenn es ein Erdbeben gibt, und fliehen. Dieses Mal haben sie sich in den schützenden Sand verkrochen. Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz eingezogen und sind abgehauen. Ach ja, der König übrigens allen voran. Im Sand. Nicht doch. Du meinst doch nicht etwa Kleera? Ach, Flauschpunkte! Ah, ich bin der Doofkopf. Wenn sie wirklich nach Kleera sind, dann macht das die Sache aber unangenehm kompliziert. Kleera? Könnten wir den Sandwirbelsturm durchdringen? Wäre ein Angriff mit meiner Einheit ein leichtes, aber... Sind sie tatsächlich in Kleera, dann war es das für uns. Kuja, kannst du denn nicht wieder etwas mit deinen Kräften bewirken? Bitte setzt euer Vertrauen in mich. Es soll mir zu höchsten Freuden gereichen, eurer Hoheit ein Spektakel bieten zu dürfen, welches euch hoffentlich zufriedenstellen in der Lage sein wird. Er redet aufgestanden. Ich hätte da eine kleine Bitte an euch, Generälin. Könntet ihr nicht vielleicht all eure Truppen vor Kleera zusammenziehen und in Position bringen? Diese Ratten werden sicher bis auf das letzte Widerstand leisten. Vielleicht reichen meine Schwarzmagier alleine nicht aus, um sie auszurotten. Hast du das gerade gehört? Ja, aber wer ist eigentlich dieser unheimliche Kerl? Tja, da bin ich überfragt. Kleera, meinten Sie vielleicht die legendäre Stadt Kleera? So ist es. Seit Sie jeglichen Kontakt zur Außenwelt abgebrochen haben, sind wohl bald 100 Jahre vergangen. Sie haben es also bis nach Kleera geschafft. Dann werden Sie für eine Weile in Sicherheit sein. Was ist Kleera überhaupt für eine Stadt? In Kleera wohnt ein Volk, in dessen Adern dasselbe Blut wie in denen des prometianischen Volkes fließt. Doch eine kleine Streitigkeit vor langer Zeit hat einen Keil zwischen unser Volk getrieben. Nun leben sie zurückgezogen und friedlich in ihrer durch einen Sandwirbelsturm geschützten Stadt, sagt man. Hey Xenia, da kommt schon wieder wer? Gott, schon wieder. Ich muss mich übrigens gleich mal in die Küche verabschieden. Wie? Das, wenn ich motiviert dazu bin. Ja. Eine weitere Schändung unseres geliebten Landes lassen wir nicht zu. Ha, ihr wollt euch tatsächlich mir, Beatrix, zum Kampf stellen? Beatrix! Euer Mut zumindest verdient durchaus Anerkennung. Aber glaubt ja nicht, ich werde Gnade zeigen. Doin, doin. Warte, Beatrix.
Wenn sich dir jemand zum Kampf stellt, so sind wir da. Sind das wir? Oh Gott. Überlass uns das Feld hier. Kümmer du dich um den König, mein Bester. Vergebt uns, Xenia. Wir vertrauen auf euch. Ich glaube, diese Mäuslein unterschätzen mich etwas. Oh, hey Miko, was geht? Für mich, die ich auch unter dem geflügelten Namen Tausend Trolle mit einem Streich bekannt bin, ist allein die Vorstellung, gegen euch zu kämpfen, fast schon beschämend. Sie meint wohl tausend Fliegen mit einem Streich. What? Stolper weiter, Mikro. Stolper weiter. Attacke. Macht er aber nicht wirklich viel Schaden. Okay, das sah schon besser aus. Ich habe die Phönixfeder bekommen. Alter! Alter! Ich lese es gleich, ich lese es gleich. Nur mit Heilen beschäftigt, nur mit Heilen beschäftigt. Aua? In 100 Jahren wäret ihr meiner nicht ebenbürtig. Seht nur, wie schwach ihr seid. Aua! Au! Für was sollst du Items rausbauen, hä? Ha! Ihr naiven Einfallspinsel. Ich bin gerne ein Pinsel, damit kann man Zeug einmalen. Jemand, der es mit mir aufnehmen könnte, gibt es wohl auch in diesem Land nicht. Beatrix, bist du fertig? Dann beginne sofort mit den Vorbereitungen für unsere Invasion in Kleber. Ja, meine Königin. Macht er sich ein bisschen mehr anziehen? Nun, diese widerlichen Ratten sind kein Problem mehr.
dieser kleine Junge hier schon eher. Das Mikro in Ruhe. Will haben?